Höhe 200 Meter über Grund, Geschwindigkeit 250 Stundenkilometer. Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum Basel Tattoo 2014. Herzlich willkommen zu einer fulminanten Show, die dieses Jahr nicht nur im Hof der Kaserne, sondern zum Teil eben auch oben drüber in der Luft stattfindet. Das PC-7-Team ist seit 25 Jahren neben der Patrouille Suisse die andere Kunstflugstaffel der Schweizer Luftwaffe. Und weil die Luftwaffe dieses Jahr gar ihr 100-jähriges Jubiläum feiern kann, kommt das Basel Tattoo auch entsprechend luftiger daher. Und wir auch. Auf dem Militärflugplatz Bayern gestartet, sind wir dabei, wenn das PC-7-Team in Diamantformation über die Kaserne fliegt. Salutiert vom Kommandant der Luftwaffe, dem Aldo C. Schellenberg, und bejubelt vom Publikum. Jetzt kann es auch am Boden so richtig losgehen. Australische Tänzerinnen haben die Fahnen von den verschiedenen Ländern eingedreht. Insgesamt sind dieses Jahr rund 850 Mitwirkende aus 7 Nationen mit dabei. Sondern in der Obersonne fliegt das PC-7-Team unterdessen ins Wattland zurück. Die 9 Piloten haben schon am nächsten Morgen ihren nächsten Einsatz und werden als Botschafter von der Schweizer Luftwaffe das Publikum bei einer Flugshow in den Alpen begeistern. Das Basel Tattoo führt uns dieses Jahr in die unterschiedlichsten Himmelsrichtungen und Kulturen. Bei diesen 7 verschiedenen Nationen handelt es sich nämlich um die Schweiz, Australien, China, England, Schottland, Holland und Singapur. Einmal mehr ist es den Verantwortlichen gelungen, eine spektakuläre Show auf die Beine zu stellen, wo nicht nur die unterschiedlichsten Musikstile zum Tragen kommen, sondern wo es auch Platz hat für Exotik und Tanz. Und wo auch die vereinten Dudelsack-Formationen, die Mast, Pipes and Drums nicht fehlen dürfen. Ihr musikalischer Chef heisst Stuart Sampson. Aber in die Arena geführt werden sie von dem Mado, einem Senior Drum Major Alistair Pether. Die 7 Bands kommen dieses Jahr aus der Schweiz, Großbritannien, den Niederlanden, Australien und aus Schottland. We'll be right back.
Es sind ganze Haufen verschiedene und auch meist kurze Melodien, die aneinander gehängt werden und auch unterschiedliche Tempi haben. Einmal mehr auch faszinierend ist es zu sehen, wie präzise der Auftritt von der Masked Pipes and Drums ist. Das ist alles andere als selbstverständlich, wenn man weiss, dass sie nur ein paar wenige Proben zur Verfügung haben, um das, was sie daheim einstudiert haben, auch zusammen zu üben. Ein Auftritt von den Masked Pipes and Drums ist immer genau gleich strukturiert. Nach dem Aufmarsch kriegen sie den Befehl, sich zu einem speziellen Bild zu formieren. Masked Pipes and Drums! By the center! Quick! March! Dieses Jahr handelt es sich um ein altüberliefertes Symbol, das in Schottland und Irland auf vielen Gebäuden, Denkmal und Kunstwerken zu sehen ist. Das keltische Kreuz steht für die Verbindung von den Masked Pipes and Drums zur keltischen Kultur. Thank you.
Aufs Feuerwerk unter Applaus kommt der Ausmarschbefehl für die Mast, Pipes and Drums. Pipes and Drums! Reform Band! By the center! Traditionsgemäß wird jede Gruppe beim Ausmarschieren von einem hohen Offizier von der Schweizer Armee grüßt. Heute eben vom Korpskommandant Schellenberg. Von den internationalen Pipes and Drums zu einer nationalen Formation. Die Militärmusik-Rekrutenschule geht in der Schweiz 21 Wochen. Der absolute Höhepunkt von so einer RS ist natürlich, wenn man beim Basel Tattoo mitmachen kann. Und damit der Auftritt auch fürs Publikum zu einem speziellen Erlebnis wird, dafür hat man sich einiges einfallen lassen. Angeführt wird die Militärmusik-Rekrutenschule vom Tambourmajor Philipp Rütsche. Und das erste Stück, das sie spielen, ist von der Gruppe Queen und heisst Innuendo. Dass junge Menschen auch in Uniformen so richtig losrocken und einheizen können, das beweisen sie jetzt. We'll be right back.
Ihre Ausbildung findet zwar in Aarau und Bern statt, aber das, was jetzt kommt, haben Sie von einem echten Appenzeller gelernt. Schweizer Rekruten haben uns gesagt, dass sie in dieser Show ihre Vielseitigkeit zeigen möchten. Wir finden, Ziel erreicht mit Schwingen, Singen und auch Trommeln. Während die Show im Kasernenhof weitergeht, tut sich auch oben in der Luft wieder etwas. Hoch über der Stadt Basel kommt ein Fallschirmspringer von der Aufklärungskompanie 17 aus einem Flugzeug raus. Das Publikum in der Arena weiss noch nicht, dass sie kommen. Und schon gar nicht, als ihr Ziel smitzt auf dem Kasernenhof ist. Ein großartiges Zusammenspiel von den Militärmusikrekruten und den Fallschirmspringern von dieser Spezialeinheit von der Schweizer Luftwaffe. Frenetischen Applaus für die jungen Musikerinnen und Musiker, die sich mit einer der berühmtesten Schweizer Melodien verabschieden. Okay.
tollen Auftritt von der Schweizer Militärmusik-Rekrutenschule. Und nicht nur die Fallschirmspringer haben wieder festen Boden unter den Füßen, sondern ich auch. Im Programm geht es aber natürlich weiter mit musikalischen und künstlerischen Höhenflügen. Gerade jetzt zum Beispiel mit der Armed Force Central Band aus Singapur. Die Band ist in dieser Form vor 20 Jahren gegründet worden und ihr Programm soll das moderne und multikulturelle Singapur widerspiegeln. Darum ist ihr musikalischer Auftritt auch in einem malaysischen, in einem chinesischen und jetzt, hier am Anfang, in einem indischen Part aufgeteilt worden. Vom malaysischen jetzt zum chinesischen Teil. Thank you.
Armed Forces Central Band aus Singapur mischt ihre eigene Kultur aber auch mit für sie fremden Klängen und entsprechenden Requisiten, wie zum Beispiel Kuhglocken. Unterstützt worden sind sie bei den Vorbereitungen dazu von der Schweizer Botschaft. Vreneli ab dem Guckisberg in fernöstlicher Variante. Das nächste Stück heisst We Are Singapore. Das ist nicht die offizielle Nationalhymne, aber eins von ein paar enorm wichtigen und modernen Nationallieder in Singapur. Der Salut vom Dirigent Stephen Tan. Er hat uns gesagt, Singapur, das bedeutet immer wieder Neues und Anderes entdecken zu können. Sie haben also um die Schweiz entdeckt und mir dank ihrem Besuch hier ein Stück von ihrer Kultur und vor allem auch von ihrer Lebensfreude. Auch die nächsten jungen Damen kommen von weit weg, nämlich aus Australien. Dort sind sie über das ganze Land verteilt, in den verschiedensten Highland-Dance-Schulen aktiv. Die Besten aus diesen Schulen treten immer wieder gemeinsam als Oscott Highland Dancers auf. Und so sind etwa die Hälfte von ihnen auch schon zum dritten Mal hier am Basel Tattoo dabei.
Choreografin Cheryl Roach hat für das Jahr ein völlig neues Programm zusammengestellt. Begleitet werden Thailand Dancers musikalisch übrigens live, und zwar von der Scots College Pipes and Drums und von Mitgliedern von der Royal Air Force Central Band. Dass Tänzerinnen nicht schwerfällig sind, das ist eigentlich naheliegend und nichts unerwartet. Dass aber auch eine militärische Formation leichtfüßig daherkommen kann, das ist schon eher außergewöhnlich. Zu allem anderen sind sie natürlich auch noch zackig und vor allem schnell unterwegs. Da ist die Band and Bugles of the Rifles aus Großbritannien. Thank you.
Bugles of the Rifles ist eine von insgesamt 22 britischen Militärmusikformationen. Und dabei sicher die schnellste. Ihr Tempo wird offiziell mit 140 Schritt pro Minute angegeben. In Wirklichkeit sind es aber sogar eher 160. Dazu wird auf den unterschiedlichsten Instrumenten musiziert, zum Beispiel eben auch auf dem Signalhorn, einem sogenannten Bugle. Die Geschichte der Bugles geht bis in die Zeit von Napoleon zurück, wo die Meldeläufer mit leichten Signalhörnern ausgerüstet waren und so schnell und wendig können Nachrichten überbringen konnten. Heute bringen sie keine Meldungen mehr, sondern zeigen ihr musikalisches Können auf der ganzen Welt. Zum Beispiel ihr Paradestück Zorba the Greek, wo besonders schwierig ist, weil es ganz langsam anfängt und dann immer schneller wird. Rund 60 Profimusikerinnen und Musiker im Alter von 20 bis 55 Jahren sind in dieser Formation dabei. Und man behauptet von ihnen, dass sie einfach alles spielen können. Vielseitig sind sie auf jeden Fall.
was für die Italiener die Bersaglieri, sind für die Briten die Band and Bugles of the Rifles. Vom zackig schnellen Schritt zu ruhigen, fließenden Bewegungen. Die Lotusblüte hat in weiten Teilen von Asien einen Haufen unterschiedlicher Bedeutungen. Sie steht zum Beispiel für Reinheit, Fruchtbarkeit, aber auch für Harmonie und Frieden. Mit der Shangxing Lotus Dragon Art Group ist zum ersten Mal eine Gruppe aus China am Basel Tattoo mit dabei. Die rund 60 Tänzerinnen und Tänzer erzählen die Geschichte vom Lotusdrache. Drachentänze gibt es in China schon seit langer, langer Zeit. Und die sie vorführen, sind in ihrer Heimat richtige Stars. Mit der Geschichte vom Lotusdrachen wünscht man sich viel Glück und auch eine gute Ernte. Und wenn Sie sich jetzt gefragt haben, warum hier immer von einem Drachen gedreht war und man keinen gesehen hat, bitteschön, hier ist er.
Das ganze Programm der chinesischen Künstler kann bis zu 90 Minuten dauern. Der Teil, den sie hier in Basel zeigen, sei aber die wichtigste Geschichte von allen. Eine Geschichte, was dazugehört, als sich der Drache auch wieder in Blüte zurückverwandelt. Im einen Moment noch umgeben von chinesischen Lotusblüten, ein paar Augenblicke später schon mitten in der britischen Luftfahrtgeschichte. Die nächste Band, die ist vor fast 100 Jahren gegründet worden, hat es in England schon mal in die Hitparade geschafft und ist auch die erste britische Militärband gewesen, die eine Schallplatte aufgenommen hat. Heute oben spielen sie selbstverständlich live. Da ist die Central Band of the Royal Air Force. Wie die Piloten von der Royal Air Force, wenn auch sie, die Musiker, die Besten sind auf der Welt. Genug spielen tun sie dafür, denn die Central Band tut weltweit in unterschiedlichen Formationen über 500 Mal im Jahr auftreten.
Trumpet, Blues and Cantabile heisst das Stück, das wir gerade gehört haben. Central Band von der Royal Air Force ist musikalisch enorm vielfältig. Ein Beweis dafür ist der Wechsel vom schnellen Swing zu einer Melodie aus dem Musical Chess. Das Lied heisst Anthem und gesungen wird's vom Fliegerleutnant Matthew Little. Central Band of the Royal Air Force ist übrigens die einzige Formation am heutigen Abend, wo eigene Pipes and Drums vorweisen kann. Und die dürfen natürlich beim grossen Auftritt nicht fehlen. We'll be right back.
Royal Air Force ist nicht nur mit Sänger und Musiker nach Basel gekommen, sondern auch mit einem sogenannten Drill Team. Das heisst mit Soldaten, wo jeder Schritt, jede Bewegung und jeder Handgriff perfekt sitzt. Da ist die Queen's Color Squadron. Queen's Colour Squadron, eyes, front. Die Mitglieder von dem Drill-Team sind alles Berufssoldaten. Es sind Infanteristen, die zum Bodenpersonal der Royal Air Force gehören, die aber zwei Drittel von ihrer Zeit an Zeremonien und Unterhaltungsanlässen im Einsatz sind. Interessant ist auch, dass alle Handgriffe, die sie bei so einem Auftritt machen, im Handbuch der Soldaten stehen und nicht etwa extra für eine Show kreiert werden. Thank you.
Und noch jemand ist von der Insel mit hierhergekommen. Die Violinistin Corporal Claire Lawrence. Von ihr hören wir zusammen mit der Central Band Stück Hector the Hero. Die Melodie ist einem britischen Generalmajor aus der Kolonialzeit gewidmet. Hector the Hero, in Gedenken an britischen Major General Hector Archibald MacDonald. Und dann ist es Zeit für den grossen gemeinsamen Abgang von der Central Band of the Royal Air Force und ihren Pipes and Drums. Wunderschöner musikalischer Beitrag, nicht zuletzt dank der Unterstützung vom Basel Tattoo Corps unter der Leitung von der Jennifer Rudin. Und gesungen wird jetzt dann auch gerade wieder unten auf dem Platz. Freuen Sie sich auf eine Formation, die schon vor 3 Jahren das Publikum hier in der Arena begeistert hat und jetzt mit einem völlig neuen Programm vom anderen Ende der Welt wieder hierher gereist ist. Freuen Sie sich auf die Australian Army Band.
Sie gewusst, als Australier in ihrer englischen Sprache gern Wörter vereinfachen? Statt Christmas zum Beispiel Chrissy sagen oder statt Lipstick Lippy. Und manchmal werden auch nur ein paar Buchstaben weggelassen. Und aus einem guten Tag, also einem Good Day, wird einfach ein Good Day. Die Musikauswahl beinhaltet alles Melodien aus ihrem Land und geht vom Klassiker Waltzing Matilda bis zur Hitparadetitel von der Kylie Minogue. Da ist Spinning Around gesungen von der Fiona Wilkins. Something to say. I'm through with the past. Ain't no point in looking back. 'Cause the reason to be. Did I forget to mention that I found a new direction and it leads back to me? You kiss me. Holy Grail ist ein Lied, das die australische Band Hunters and Collectors vor über 30 Jahren aufgenommen hat und eigentlich im Napoleon-Sie-Russland-Feldzug als Thema hat. Mit der Zeit ist der Song aber zu einer Hymne von der australischen Football League geworden, heute oben hier gesungen von David Andrews. Strangest dream. I was in the biggest army the world had ever seen. We're marching as one on the road to the Holy Grail. Have you heard about the Great Crusade? We ran into millions, but nobody got paid. Yeah, we raised four corners of the globe for the Holy Grail. We'll be right back.
fantastic Australian song called Home Among the Gum Trees. I've been around the world a couple of times or maybe more. I've seen the sights, I've had the lights on every foreign shore. And when my friends all ask me the place that I adore, I tell them right away. Give me a home among the gum trees with lots of plum trees. Sheep or two and a kangaroo, a clothesline out the back, veranda out the front, and an old rocking chair. Okay, now it's your turn. Among the Gum Trees, ein weiterer Klassiker aus der australischen Musikgeschichte, der auf lustige Art nicht nur erzählt, sondern auch zeigt, was Australien speziell macht. So speziell, wie auch das Instrument hier ist, das Didgeridoo. Once a Johnny Swagman can't buy a billabong under the shade of a coolabah tree. And he sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a waltzing Matilda. Das Jahr ein toller Auftritt von der Australian Army Band mit dem Dambu-Major, dem Warrant Officer Stephen Mee, der die fröhliche Truppe jetzt wieder zur Arena ausführt. Der Abgang von den Australier ist jetzt auch gerade Startsignal für das grosse Finale. Bei einem Tattoo ist das nicht einfach der Schluss vom Oben, sondern ein grosser und wichtiger Programmteil, der dann auch schon entsprechend früh anfängt. Ein Tattoo-Finale hat Elemente, die immer gleich sind. Aber auch jedes Jahr verschiedene Überraschungen dabei. Zuerst kommen nacheinander die verschiedenen Musikformationen nochmal auf den Platz. Der Anfang macht dort die Central Band of the Royal Air Force.
bekannten Melodie Minstrel Boy kommen als nächstes die Australier dazu. Immer wieder eindrücklich ist es, mit was für einer Präzision die Bands auf dem Platz zusammengeführt werden. Etwas, das man aus dieser Perspektive besonders gut sehen konnte. Durchs Haupttor marschiert die Band and Bugles of the Rifles in die Arena. Kommt noch die Band aus Singapur dazu und rechts oben die Schweizer Rekruten. Mit dieser Version von «Oleg, du mir» ist sogar noch das Trio Eugster zu militärischen Ehren gekommen. Und während auf der einen Seite vom Kasernenhof schon alles Rammelpappel voll ist mit allen Militärbands, hat es hier noch ganz einen Haufen Platz. Und da braucht es auch nämlich für alle anderen Mitwirkenden und für den Aufmarsch von den Mast Pipes and Drums.
Jetzt hat der junge Schweizer Musiker seinen Auftritt. Und obwohl erst 18-jährig, ist er für viele kein Unbekannter mehr. Er hat vor 3 Jahren den Gleibri Valo gewonnen, später eine eigene CD rausgegeben und ist auf eine Konzerttournee durch die Schweiz gegangen. Sein Instrument ist die Panflöte und heisst tut er Jonas Gross. Das nächste Stück heisst Soldiers of the Queen.
Und bei einem solchen Titel versteht sich von selber, als es einen britischen Dirigent braucht. Der Wing Commander Duncan Stubbs, der oberste Musiker von der Royal Air Force, übernimmt den Dirigentenstab für den Einmarsch der restlichen Mitwirkenden. Scott-Tänzerinnen aus Australien, jetzt in der traditionellen Highland-Dance-Kleidung. Die Künstlerinnen aus China. Und Tänzerinnen und Tänzer aus Singapur, zusammen mit den Drillsoldaten. Zinterst hinten laufen Drillsoldaten von der Royal Air Force durch alle Reihen durch bis ganz nach vorne. Kennt man sofort am Tempo. Die Bugles of the Rifles kommen im Laufschritt daher und auch die chinesischen Drachen kommen zügig und erst noch eleganter zu. Das sind sie also, sämtliche Mitwirkenden vom Basel Tattoo 2014. Die Zuschauer sind begeistert und zeigen das auch mit einer Standing Ovation. Etwas, wo man am Basel-Tattoo jeden oben beobachten kann. Egal, ob es trocken und heiß oder vielleicht auch einmal ein bisschen kühler und nass ist. Wenn dem Publikum etwas so richtig gut gefällt, dann spielt das Wetter keine Rolle. Und dass praktisch alle schon stehen, trifft sich gut. Denn als nächstes kommt jetzt der Schweizer Psalm, dirigiert vom Major Werner Horber. Auch die Soldaten von der Royal Air Force nehmen dazu ihre Achtungsstellung ein. Unter der Leitung vom Wing Commander Duncan Stubbs hören wir nochmal den Sänger Matthew Little.
Stephen Ross von der Royal Air Force hat dieses Jahr die Ehre gehabt, als Lone Piper auf dem Kasernenturm zu spielen. Unten auf dem Hof dirigiert ab jetzt der musikalische Leiter vom Basel Tattoo, der Major Christoph Walter. Und beim nächsten Stück ist sogar der oberste Chef von allen Pipes and Drums am Dudelsack mit dabei, der Stuart Sampson. Es war einmal mehr eine eindrückliche Show, die dieses Jahr hier über die Bühne, respektive über den Hof vor der Kaserne gegangen ist. Abwechslungsreich, farbenfroh, musikalisch hochstehend und auch luftig. Das natürlich vor allem wegen dem Luftwaffenjubiläum mit der Flugeinlage und der grossen Präsenz von der Royal Air Force.
Basel am Rhein. Da haben sich auch dieses Jahr während 9 Tagen rund 120'000 Zuschauerinnen und Zuschauer vom weltweit zweitgrössten Tattoo begeistern lassen. Wir sind schon gespannt aufs nächste Jahr, denn wenn das Basel Tattoo sein 10-jähriges Jubiläum kann feiern. Ihnen Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.